Herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Blaulichtmagazin. Heute geht es um die neuen 1120 vom Typ Cut-Schutz. Bleibt dran! In Dresden sind in der vergangenen Woche die ersten LF20 für den Katastrophenschutz übergeben worden. Eines davon bekam die Freiwillige Feuerwehr St. Marienstern Panschwitz-Kuckau. Gerätewart Bernd Michael stellte uns das neue Fahrzeug kurz vor. Das ist unser neues Fahrzeug LF20 Cut-Schutz. Das haben wir Ende Juli in Bonn abgeholt. Wir sind primär für die Wasserversorgung im Katastrophenschutz zuständig. Hier haben wir unten Notstromer, alles was mit Licht zu tun hat, eigentlich so ein bisschen technische Hilfeleistung in dem großen Sinne so. Hier haben wir unsere Atemschutzgeräte drin. Praktisch in der Höhe zum Anhängen, optimal für die Atemschutzgeräteträger und dann oben eine Watthose und Schutzkleidung. Hier hinten haben wir alles, was mit Wasser zu tun hat. Feuerlöscher, B-Schläuche. Und hier bei dem Cut-Schutzfahrzeug gibt es keine Haspel oder irgendwas, sondern hier muss der C-Schlauch angekuppelt werden als C-Schnellangriffsleitung. Hier hinten ist die Heckpumpe verbaut. Die hat eine Leistung von 2000 Liter in der Minute. Ist ziemlich analog gehalten. Oben haben wir B-Schläuche. Sind ca. 600 Meter. Auf dem Dach liegen dann die Sauglängen. 6 Stück. Hier haben wir zusätzlich alles, was zur Wasserversorgung gehört. Unter anderem noch eine Hygienebox, wo man sich mal die Hände waschen kann. C-Schläuche, alles in Tragekörben verpackt hier, was sehr praktisch ist zur Brandbekämpfung. Schaummittel, Schaumrohr und Ölbindemittel. Und wieder alles praktisch in Tragekörben, die Schläuche. Ja. Hier haben wir unsere Tragkraftspritze verlastet und Brechwerkzeug und Hebewerkzeug und alles was zum Ansaugen. Das ist eine Ziegler im Ultra Power. Ziegler Ultra Power 4 mit 1500 Litern Leistung in der Minute und aufgesattelt auf einem pneumatischen Schieber.